Wir müssten so langsam unseren Garten winterfest machen. Der Sommer ist vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Es liegt da schon ganz schön viel Laub auf dem Boden. Ich schnappe mir gleich die Mädels und wir fangen gleich an. Hier, Anna, der ist für dich. Hast du auch einen für mich? Ja, Greta, irgendwo hatten wir hier noch einen zweiten. Ah, hab ihn. Hier, bitte. Dankeschön. Am besten ihr sammelt das Laub zu kleinen Haufen und ich tue es dann in den Sack. Alles klar, wird gemacht. Ich finde es schade, dass der Sommer vorbei ist. Ja, ich auch. Ich mag den Sommer einfach lieber. Da kann man schwimmen gehen, zelten und Fahrrad fahren. Aber der Herbst hat auch was Schönes. Kinder, man kann es sich zu Hause richtig kuschelig machen. Außerdem ist im Herbst Halloween. Und ich liebe Halloween. Ja, Halloween mag ich auch. Ich muss mir noch ein Kostüm für dieses Jahr überlegen. Was ist mit dir, Bello? Was hast du entdeckt? Ello, beruhig dich wieder. Du bist ja ganz aufgebracht. Bello, aus! Oh, guckt mal, da ist ein kleiner Igel. Wirklich? Ein Igel? Toll! Ach, deswegen hat Bello gebellt. Wir haben den Igel wahrscheinlich durch unsere Aufräumaktion geweckt. Sie sind ja eigentlich nachtaktiv. Was heißt das, Papa? Die Igel schlafen tagsüber und nachts gehen sie auf Futtersuche. Der ist so süß. Ich habe noch nie einen Igel gesehen. Aber er ist voll klein, Papa. Braucht er vielleicht Hilfe? Ich denke, seine Mutter wird hier irgendwo in der Nähe sein. Wir sollten erstmal nichts machen. Ich rufe mal eben in der Tierschutzhilfe an und frage, was wir tun können. Okay, wir passen hier so lange auf den Igel auf. Haltet vor allem Bello von dem Igel fern. Machen wir. Oh, Anna. Hoffentlich taucht seine Mutter bald auf. Das macht sie bestimmt. Anna, und wenn die Mutter nicht kommt, der Kleine hat doch bestimmt Hunger. Kann schon sein. Was machen wir denn dann? Wir warten ab, was Papa gleich sagt. Bello, aus! Du erschreckst den kleinen Igel doch. Hörst du? Hey, ihr zwei. Mama, Mama, wir haben einen Igel im Garten. Ja, Papa hat mir schon davon erzählt. Wo ist er denn? Komm mal mit. Da. Oh Gott, ist der süß. Er ist noch so klein. Ja, es ist ein Jungtier. Aber ich glaube, er ist bereits selbstständig. Hat er keine Mutter mehr? So genau weiß ich das jetzt nicht, Greta. Ich weiß nur, dass Igel ziemlich schnell selbstständig werden und auf Futtersuche gehen und vor allem ein schönes Plätzchen für den Winterschlaf suchen. Ja, ich verstehe. Danke für Ihre Hilfe. Also Kinder, jetzt sind wir etwas schlauer. Was haben Sie gesagt? Das waren jetzt so viele Informationen. Ich gucke mal, ob ich das alles noch zusammenkriege. Also, man soll junge Igel auf keinen Fall aufsammeln. Es sei denn, sie sind verletzt oder krank. Und der kleine Kerl sieht ziemlich gesund aus. Igel können ziemlich schnell selbst für sich sorgen. Sie futtern sich jetzt ihren Fettpolster für den Winterschlaf an und suchen ein Plätzchen für ihr Nest. Ab Mitte Oktober finden sie nicht mehr so viel Futter, weil es nicht mehr so viel Insekten gibt. Deshalb darf man ihm kein Katzenfutter vermischt mit Igeltrockenfutter geben. Und wir sollten auf keinen Fall die Laubhaufen wegmachen, die sich bereits angesammelt haben. Weil sich der Igel da womöglich schon ein Nest gebaut hat. Das würden wir kaputt machen. Darf man Igeln Milch geben? Auf keinen Fall Milch, die vertragen sie nicht, nur Wasser. Aber Papa, bei uns im Garten laufen manchmal Katzen. Ist das nicht zu gefährlich für den Igel? Ja, das könnte in der Tat gefährlich werden für den Kleinen hier. Vielleicht sollten wir ihm ein Igelhaus bauen. Was haltet ihr von der Idee? Ja, das machen wir. Jetzt das Dach. Fertig? Und was sagt ihr? Sieht super aus. Das wird dem Igel gefallen. Ja, super klasse. Das Haus schützt den Igel vor Kälte, aber auch vor Feinden. Hoffentlich mag er das Haus. Wir werden sehen. Nach dem Abendessen. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen den Igel beobachten. Ob er in unser Haus wohl gehen wird? Ist gut, aber bleibt nicht zu lange. Es wird bald dunkel. Machen wir nicht. Ich habe hier eine Decke für euch. Nicht, dass ihr krank werdet. Danke, Mama. Und? Habt ihr ihn schon entdeckt? Nee, leider noch nicht. Na ein Weilchen könnt ihr ja noch warten. Wollen die beiden die ganze Nacht draußen bleiben? Wir müssen sie jetzt reinholen. Ach nee, Victoria, guck mal, sind beide eingeschlafen. Und der Igel ist aufgewacht und begutachtet sein neues Zuhause. Das ist ja schön, dass das geklappt hat. Das wird die beiden Schlafmäuse freuen. Und jetzt ab ins Bett mit den beiden. Und schon wieder ist der Sommer vorbei. Schade. Ich mag den Herbst. Ich auch.
Ich nicht so, ständig das Laub aufhegen. Wenn regnet und stürmt es so oft, ist nicht meine Jahreszeit. Im Herbst kann man Kastanien sammeln und Laternen gehen. Und wenn es stürmisch ist, kann man draußen Drachen steigen lassen. Ja, Drachen steigen lassen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, Greta, im letzten Herbst das letzte Mal. Das ist ja Ewigkeiten her. Hey, ihr beiden, die Idee ist aber gar nicht so schlecht. Das können wir wirklich mal machen. Aber haben wir noch einen Drachen? Ich glaube, der ist letztes Jahr kaputt gegangen. Echt? Und nun? Dann basteln wir eben einen Drachen. Nein, zwei. Einen für Greta und einen für mich. Ja! Haben wir jetzt alles, Papa? Ja, die Bastelkiste eurer Mutter ist immer gut ausgestattet. Und wie machen wir daraus einen Drachen? Als erstes müssen wir die Holzstäbe miteinander verbinden. Jetzt noch festzuknoten? Brauchst du Hilfe, Anna? Nein, danke. Das kriege ich schon hin. Na gut. Was müssen wir jetzt machen? Ja, jetzt kannst du dir die Farbe für deinen Drachen aussuchen. Wir haben Rot, Blau, Gelb und Grün zur Auswahl. Hallo Familie, ich bin wieder da. Hallo Mami. Hallo Mama. Was macht ihr denn hier? Wir basteln Drachen. Ja, wir dachten, dieses Jahr basteln wir statt kaufen. Das finde ich gut. Dann können wir ja gleich alle zusammen die Drachen steigen lassen. Juhu! Also, welche Farbe nimmst du, Greta? Ich nehme Grün, wie ein Drache. Anna, und du? Ich nehme Gelb. Jetzt male ich diese Vorlage auf den grünen Karton und dann müssen wir es ausschneiden. Das kann ich machen, Papa. Na dann los. Fertig. Sehr schön. Und jetzt? Jetzt warten wir, bis Anna ihren Drachen ausgeschnitten hat. Fertig. Jetzt könnt ihr eure Drachen anmalen. Wir sind fertig. Okay, festkleben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Flatterband unten dran machen. Wir brauchen auch noch eine Schnur für unsere Drachen. Oh ja, das hatte ich fast vergessen. Mama, wir sind fertig. Wir können los. Wow, die sehen ja toll aus. Dann können wir ja gleich los. Windig genug ist es ja. Hier ist doch ein schönes Plätzchen. Ich fang an, okay? Okay, Anna. Der fliegt aber gut. Cool. Ich will auch. Dann los, ich helfe dir. Und flieg. Mein oder will nicht. Du musst mehr Schnur geben. Ja, jetzt klappt es. Er fliegt. Juhu. Das macht voll Spaß. Siehst du, Papa, der Herbst ist doch schön. Willst du auch mal, Bello? Aber das geht leider nicht. Du hast hier keine Arme. Guck mal, Greta, es sieht so aus, als ob unsere Drachen verliebt wären. Ja, wie ein Liebespärchen. Aua! Mein Drachen! Braver Hund! Danke, Bello, das hast du fein gemacht. Danke, Bello, das ist echt lieb von dir. Oh nein, mein Drache ist kaputt. Bello hat ihn mit seinen Zähnen kaputt gemacht. Aber Bello hat es gut gemeint. Ja, aber mein Drache ist kaputt. Sei nicht traurig, Greta. Bin ich aber doch. Du kannst meinen Drachen nehmen. Echt? Das ist aber nett von dir. Danke, Anna. Und dir bin ich auch nicht böse, Bello. Du wolltest auch mit dem Drachen spielen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht, kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!